Die Menschheit verbraucht immer mehr Strom. Gleichzeitig erhöhen sich die CO2-Emissionen dramatisch. Unsere Erde heizt sich auf. Wenn wir so weitermachen, steuern wir geradewegs in die Klimakatastrophe. Doch das alles muss nicht so kommen, meint dieser schwedische Forscher. Die weltweite Kohlendioxidemission entsteht zu etwa 40% bei der Stromerzeugung. Technisch wäre es möglich, bis 2030 Europas gesamten Elektrizitätsbedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Eine kühne Behauptung, aber Gunnar Asplund weiß genau, wovon er redet. Seit über 40 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Hochspannungsgleichstrom. In Fachkreisen unter dem englischen Kürzel HVDC bekannt. Der Vorteil dieser Gleichstromtechnologie: Man kann große Mengen Strom sicher und verlustfrei über weite Strecken transportieren. Beim Transport des weltweit verbreiteten Wechselstroms hingegen gehen über längere Distanzen große Mengen verloren. All Elkraft zum Europa. Der gesamte Strom für Europa könnte auf etwa 20.000 Quadratkilometer Fläche in der Sahara aus Solarenergie gewonnen werden. Oder man könnte ihn mit Offshore-Windanlagen in der Nordsee erzeugen. Bisher war das Problem jedoch, dass die Übertragung von so großen Strommengen gar nicht möglich war. Ein Blick zurück in die Geschichte. Im sogenannten Stromkrieg Anfang des 20. Jahrhunderts geht es um die Technik der Zukunft. Der Wechselstrom gewinnt. Er ist zu dieser Zeit noch einfacher zu erzeugen und wirtschaftlich lukrativer als sein Konkurrent Gleichstrom. Es gibt noch keinen Bedarf an großen Mengen Strom und die Länge des Transportes spielt zu dieser Zeit noch keine Rolle. In den 50er Jahren gewinnt der Gleichstrom wieder an Bedeutung mit der Entwicklung von HVDC Classic, dem Vorgänger der heutigen Hochspannungsgleichstromtechnologie. Doch noch steckt diese in den Kinderschuhen. HVDC Classic hat einige Einschränkungen. Erstens kann man die Energie nur zwischen zwei Punkten übertragen. Zweitens können Kabel nicht unterirdisch verlegt werden und drittens ist der Bau von HVDC-Stromnetzen gar nicht möglich. Genau hier setzt die Arbeit des schwedischen Forschers an. In unzähligen Versuchen und Testläufen perfektioniert Asplund die zukunftsweisende Hochspannungsgleichstromtechnologie und löst ein Problem nach dem anderen. Auch für die Frage der Stabilität der Stromnetze hat er die passende Antwort. Wenn man ein HVDC-Stromnetz baut, muss man eine Art Schmelzsicherung einsetzen, damit es sicher wird, so wie in einer Wohnung. Diese Sicherungen sind allerdings viel, viel größer. Man nennt sie HVDC-Trennschalter. Größer sind sie in der Tat. Und das ist ihre Aufgabe. Über Kabel werden riesige Mengen Strom über weite Strecken, sogar unter Wasser, ans Festland transportiert. Damit das dortige Stromnetz nicht wegen Überladung zusammenbricht, werden HVDC-Breaker eingebaut. In nur 5 Millisekunden können diese den Stromfluss von bis zu 1 Gigawatt unterbrechen. So lange dauert ungefähr der Flügelschlag einer Fliege. Das letzte Problem war gelöst. 1997 wird Asplunds Erfindung das neue HVDC-Light der Weltöffentlichkeit präsentiert. Eine Sensation. Dank des schwedischen Forschers steht der Energiewende nun nichts mehr im Wege. Wenn man viel Strom übertragen will und klassischen Wechselstrom benutzt, braucht man viele Übertragungsleitungen. Wenn man aber über HVDC geht, kann man die Menge der Leitungen drastisch reduzieren. Wenn man dann noch weitergeht und HVDC-Light verwendet, kann man die Stromleitungen abbauen und sie unterirdisch verlegen, was die Natur schont. Ob in Amerika, Brasilien oder Norwegen, in den folgenden Jahren entstehen viele neue HVDC-Light-Verbindungen. Endlich kann die Welt mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt werden. Und Länder mit viel Sonne, Wasser und Wind profitieren vom neuen Stromexport.
Für seine Leistungen bei der Entwicklung neuer Hochspannungs-Gleichstromtechnologien ist Gunnar Asplund nun für den Europäischen Erfinderpreis 2015 nominiert. Ja, att bli nominerad till det här priset är naturligtvis. Das ist selbstverständlich eine große Ehre und große Inspiration. Aber ich habe das nicht alleine geschafft. Natürlich haben hier sehr viele Leute zusammengearbeitet, um diesen technologischen Fortschritt zu ermöglichen. Die schwedischen Forscher um Gunnar Asplund haben es technisch möglich gemacht, dass bei der Energieversorgung Europas vielleicht schon bald komplett auf fossile Brennstoffe und Kernkraft verzichtet werden kann.